herzlich willkommen auf der Datenautobahn, Datenhighway, Kiosk mit Zuhilfenahme von Maschinen. Hier stehen digitale Toshiba-Geräte. Ich packe ihn mal gerade. Digitale Toshiba-Geräte, denn heute stelle ich einfach mal den Frohnhauser Kopierstudio UG haftungsbeschränkt in Frohnhausen, Berliner Straße, Ecke, Kölner Straße, an der A40 vor. So, das ist ein Copyshop, beziehungsweise, ich fahre mal hier rüber, heute bin ich nämlich mal alleine. Ich habe keinen Kameramann da. Heute mache ich mal in Ruhe ich self. I am in self. That's a Copyshop. Okay, here are in Germany. Für die Internationalen, die hier hin und wieder mal vorbeikommen. So, das ist das erste, oder ist ein Copyshop mit einem sogenannten Bürocharakter. Denn hier haben wir mal gedreht, vor sehr langer Zeit, Büro. Ja, hier saß zum Beispiel ein Herr Montenbruck von Stromberg. Kein Scherz, der saß hier und machte sein und diverse andere Damen und Herren von Stromberg auch. So, es ist aber keine Kulisse mehr, sondern es ist ein waschechter. Wir gehören zu Filmpool, Filmpool und Komparsen.de. Die Komparsen sitzen hier und machen ihre Sachen. Und aber auch normale Bürger, internationale Bürger. Also wie gesagt, hier saßen schon Stars und Sternchen, die kurzweil ihre Sachen gemacht haben, weil hier ja einfach alles möglich ist. Digitaldruck bedeutet, dass man den Druck auch transferieren kann auf irgendwelche Möbelstücke. Gibt ja so Tinkturen dafür und das kann man dann hier hin machen. Also wie gesagt, wir haben eine Farbstraße und eine Schwarz-Weiß-Straße. Obwohl Schwarz-Weiß gibt es nicht mehr, nennt man an sich digital 64-Bit, 600 dpi mal 600 dpi. So, wie gesagt, ich bin heute mal alleine im Studio, komplett alleine. Denn es ist heute Totensonntag und ich habe mir die Zeit genommen zu dekorieren. Es ist also schon weihnachtlich geworden. Und da ist die Kopierstraße. Der Nikolaus hängt dort schon. Hier kann in Ruhe kopiert werden. Ganz normal. Auch in Farbe. Und wie gesagt, drüben ist Hightech. Alles digital. Wir nennen uns den Datenhighway Kiosk mit Zuhilfenahme von Maschinen, ausgedacht 1969 und in Szene gesetzt 1979. So, im Hintergrund sieht man natürlich auch diverse Schauspieler, die von damals noch, weil unser einer ja auch beim Tatort Essen dabei war und bei E605 als Baby, meine Geschwister waren da als Jugendliche, ne, Stahlnetz E605. So, wie gesagt, auf der Seite kann man wunderbar jetzt Weihnachten wieder erleben. Ich glaube, zum zweiten Mal habe ich ein weihnachtliches Video ins Netz gestellt und stelle den Frohnhauser Kopierstudio haftungsbeschränkt in der Kölner Straße, Ecke Berliner Straße, an der A40 Richtung Rhein-Ruhr-Zentrum mal wieder vor. Wie gesagt, hier kann man in Ruhe arbeiten, in Ruhe kann man seine Bewerbung machen. Demnächst kann man seine Bewerbung auch hier direkt abgeben, dann wird die auch direkt zur Post gebracht. Im Jahre 2018 ist ja also Post, Medien, Copy, alles in einem Haus. So, natürlich werden wir gleich wieder umschwenken, denn wir haben ja ein bisschen mehr. Aber jetzt, hier und heute, möchte ich das einfach mal vorstellen. Wie soll man ein Copyhaus vorstellen? Kopieren, Deckel hoch, Papier drauf und dann wird doch kopiert, korrekt. Ne? Also Deckel hoch, auflegen, Knöpfchen drücken. Also noch einmal, es geht einfach mal darum, ein bisschen Werbung zu machen, ein bisschen Eigenwerbung zu machen, um darzustellen, dass man hier, wie gesagt, in Ruhe arbeiten kann, dass man hier seine Sachen machen kann. Dass jetzt überall auch Kameras sind, hat auch einen Grund. Es sind Kameras hier eingearbeitet, weil wenn einer mal sein Telefon, sein Smartphone bei Aldi gekauft und talken möchte, muss er natürlich sein Handy freischalten. Und somit müsste er dann in die Kamera gucken, kriegt auch einen Kopfhörer und kann dann mit denen kurzweil die Kamera und kurzweil mit Aldi talken. Und dann wird meistens auch
freigeschaltet. So, und hier drüben, wie gesagt, ist Weihnachten ausgebrochen, möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Richtig schön dekoriert. Wir haben natürlich auch mal wieder eine Eisenbahn, die wir natürlich sehr, sehr selten laufen lassen werden, weil die ist ja ein bisschen laut. Ja, also die Eisenbahn, wie gesagt, fährt daher, wir haben auch richtige Eisenbahn da. Für alle Eisenbahnen und Fans, 500 Meter weiter haben wir einen riesengroßen Eisenbahn-Modellbau-Fachgeschäft. Ein bisschen weiter haben wir die Computer. Freunde, jetzt mache ich natürlich den Ton weg, weil ich nicht weiß, wie stark, es sind ja Spezialmikrofone jetzt hier überall, um euch hier einzustimmen. So, ich stimme euch ein und zwar auch, das kommt ja nachher oder beziehungsweise ist ja ein anderer Clip, da ist natürlich wieder Star Wars und diverse andere Sachen. So, hier ist natürlich in erster Linie die Copy Session, hier ist alles für die Kopie. Ich krieg doch immer mal, egal, immer wenn ich drehe. Wir sind also wie gesagt international verbunden, ja, also nicht erschrecken, viele Kunden erschrecken sich, wenn dieser Ton da kommt. Wir sind international verbunden, das hier ist alles total vernetzt und durch dieses Vernetzen können wir auch immer arbeiten. Wir können also hier eine ganze Menge unseren Kunden anbieten und empfindungsmäßig sind 20 Cent, 15 Cent, 10 Cent und 5 Cent an sich nicht teuer, zumal einer da ist, der hilft, der wirklich hilft bei der Datenstraße, im Datenhighway, der da ist. Im Computer bzw. nur Kopierbereich. Das ist der erste Copyshop international. Hier ist jeder willkommen. Hier war schon DJ Valdez aus London bzw. aus Malaysia. Ich habe sehr viele Stewardessen hier, die mal eben ausdrucken und so weiter. Hier ist an sich jeder. Ja? Hier ist Syrien zu Hause, hier ist auch der Islam zu Hause, hier sind die Christen, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Also internationale Menschen aus internationalen Umgebungen. Dass sie nicht alle nett sind, ist auch klar, aber wir sind halt kunterbunt. Und kunterbunt bedeutet, dass alles alles ist. So, meine einer versucht natürlich, freundlich wie er ist, weiterhin allen irgendwie doch was Schönes und Gutes auf den Weg bringen zu können. Wie gesagt, die Teppiche sollen die Lautstärke hier wegnehmen. Ne? Es liegen Teppiche aus, Schutzteppiche natürlich auch, die beim Arbeiten, wie gesagt, so eine Art Gefühl geben der Geborgenheit, dass man da in Ruhe arbeiten kann. Wenn irgendwas nicht gut läuft, meiner einer hilft, ist ja wohl klar. Ist alles geschützt, richtig, wird auch alles gelöscht, die Daten werden bereinigt und sind also jeden Tag jungfräulich, werden abends wieder gelöscht. Wir kennen uns ja aus mit Windows 10, Windows 8 und Windows 7. Die Herrschaften benehmen sich, auch Apple ist da, auch der benimmt sich, wir wissen und wir können und wir haben Software da, die wir aufgespielt, wo jeder arbeiten kann. Wir haben rein Microsoft Business. Computer da hinten kann jeder arbeiten, wo Mr. Sparrow da ist, als Kulisse. Es soll natürlich hier, es soll gemütlich sein, ja. Jetzt haben wir diese Gemütlichkeit mit Weihnachten da gemacht, von außen, wie auch von innen die Großen. Wir haben sogar ein richtig schönes kleines Feuerwerk am Fenster aufgebaut. Das sieht richtig gut aus. Wir haben es halt ein bisschen weniger diesmal. Wir haben noch ein paar in Reserve, aber wir haben ja noch nicht richtig Weihnachten. Das soll jetzt so den ersten Advent einläuten. Der soll die paar Tage einläuten, dass Star Wars erscheint und so weiter und so fort. Mein Problem ist jetzt, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt hier so ein, wie ich hier sowas hier vorstellen soll, ein Copyhaus. Ein Copy- und Medienhaus, das ist was komplett anderes, weil, wie gesagt, hier ist Flair. Hier ist Gemütlichkeit. Hier soll sich jeder wohlfühlen. Hier geht es, natürlich kostet das alles ein bisschen. Wie gesagt, 20 Cent, 15 Cent, 10 Cent und 5 Cent. Wenn das zu teuer ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, meine lieben Kunden, die das jetzt hier sehen, denn dieses Video wird jetzt bei Facebook, bei YouTube scharf geschaltet und es wird hier, wie gesagt, vorgeführt. Es hat alles seinen Preis, es kostet alles, aber 20 Cent, 15 Cent, 10 Cent, 5 Cent, 1 Euro vielleicht auch.
das kann nicht teuer sein. Gut, im Medienbereich ist es ein bisschen teurer, die Videos, die da gedreht werden, die Videos, die überspielt werden, die vervielfältigt werden, Dia-Überspielung, Kleinfilm-Überspielung, das kostet halt ein bisschen mehr, fängt bei 10 Euro an und kann weit, weit oben enden. Kommt drauf an, welcher Drehplan da gerade uns aufgerufen wird. So, Filmpool gehören wir, wie gesagt, zu. Die drehen dann irgendwelche Sachen, irgendwelche Sachen werden ausgeliehen, irgendwelche Figuren werden ausgeliehen, die dann, wie gesagt, als Dekoration da stehen, wie die Star Wars Einheiten. Hier stehen die Herrschaften. Ob das irgendwann mal nur Deko sein wird, weiß ich selber noch nicht. Kann sein, dass das irgendwann mal, also es ist Verkaufsware. Die Ware kann verkauft bzw. gekauft werden. So, ich werde jetzt noch mal so ein kleines Video machen und wie gesagt den Rest auch noch mal eben kurz vorstellen. Und zwar die andere Seite. Kommt mal mit. So, das ist jetzt hier die andere Seite. Wie das so ist hier, man möchte da irgendwie was Schönes machen und dreht sich das immer um. Das passiert halt. Willkommen an der Theke zum kleinen Thekentheater. Wie gesagt, alle sind total recht herzlich willkommen. Und wie gesagt, hier ist der Thekenbereich. Wir begrüßen euch gleich und sagen herzlich willkommen zum Frohnhauser Kopierstudio, haftungsbeschränkt, Kölner Straße 36, Mülheimer Ecke Berliner, an der A40 Richtung Rhein-Ruhr-Zentrum. So, wie gesagt, hier war schon DJ Valdez. Hier waren auch niederländische Künstler, die wir aufgezeichnet haben, die unter dem Sondersender NRW-TV laufen, Ultra-HD Web-TV. Das ist jetzt hier der Medienbereich, Schnittcomputer, die da benötigt werden, um korrekt, um Sachen zu schneiden, wenn irgendeiner reinkommt. Wir brauchen E-Cast. Ja, ein E-Casting. E-Casting funktioniert so. Da stehen die da so. Ja, ist wahr, machen die. Ja, dann haben die sich irgendwie schon mal vorbereitet und dann stellen die sich vor für irgendeinen Drehplan, beziehungsweise irgendwie als kann man einen gebrauchen als Komparse oder so. So wird sich beim E-Casting zum Beispiel vorgestellt. Dafür haben wir natürlich Green Room. Da kann man natürlich Specialiges um uns herum noch machen. So, wie gesagt, Film, Foto, Überspielungen, Einspielungen, Aufzeichnungen sind hier auf dieser Seite. Und gegenüber, was ich vorhin gezeigt habe, ist halt Kopieren. Da kommt natürlich das Blatt Papier raus, was man braucht, aber auch digital. Alles rein digital, alles total vernetzt. Industrie 4.0. Und wie gesagt, jeder ist total und recht herzlich hier willkommen. Jeder international, absolut international. Natürlich bin ich national deutsch. National deutsch bedeutet, dass ich auch eine gewisse Straße da oben habe von gewissen Herren und Damen, die in einem Bereich des Braunen waren. Kann man nicht ändern. Schauspieler aber. Schauspieler. So, es war einmal, ich komme aus den 50, 60, 70er Jahren. 50, 60er, 70er Jahren war natürlich das Allerschönste am Ende der 70er Jahre und da war er ja, genau, Star Wars. Und da gehe ich jetzt mal in die andere Richtung, denn das gehört heute alles mal zur Werbung des Frohnhauser Kopierstudios, haftungsbeschränkt hier in Frohnhausen, Stadt Essen, grüne Hauptstadt, Kulturhauptstadt, die sich ständig neu erfindet. Und einer macht jetzt hier so eine Werbung. Ich hoffe, die Werbung gefällt. Zur Animation, wie gesagt, wir haben die Annahme für Fotografieren, Präsentieren, Fragen und Antworten. Und meiner einer sagt immer, wie in einem Asterix-Comics, umzingelt von den Kollegen, denkt nichts, macht nichts, weiß nichts und kann nichts. Und ich erkläre nichts, denn das bringt nichts. Und daraufhin schwenke ich jetzt um. So, hier sind wir an der Ecke des Datenhighways. Ne? Datenhighway mit Zuhilfenahme von Maschinen. Idee 1969, umgesetzt 1979. So, wir sind jetzt hier in dieser ehemaligen Lounge. Ja, das war hier diese Star Wars Lounge. Jetzt haben wir halt noch ein paar DVDs. Demnächst haben wir auch Blu-Rays, Blockbuster Blu-Rays für wenig Geld. Wie gesagt, ein bisschen schon hier auf Weihnachten getrimmt. Ein paar Restanten noch da.
paar sind auch reserviert, sollen nicht verkauft werden. Das wird eine Art Gallery. In dieser Ecke kommt eine Gallery mit Dioramen. Wie gesagt, wir haben hier auch überall Kameras. Ja, das haben wir. Also überall sind Kameras, weil wir total vernetzt sind. Wir drehen ja hier auch. Wie gesagt, es gehört zum Filmpool. Kann man einfach mal googeln, Filmpool, dann wisst ihr, was das ist. Oder Komparsen. Einfach mal bei googeln, dann wisst ihr, was Komparsen.de und Filmpool TV bzw. Filmpool.de, was das ist. So, da gibt es noch ARD, ZDF als Funk und Deutschlandrat. ARD und Funk, nur die beiden machen Funk bei YouTube. Einen sogenannten Jugendkanal zwischen 14 und 24. So, wir produzieren von 0 bis Doppel-0. Also wir machen alles. Wir machen also, wie gesagt, Aufzeichnungen, ne, vom Kind, Überspielung und so weiter. Alles. So, demnächst, richtig, demnächst auch Super 8, Normal 8. Im Moment hat es nicht geklappt. An alle Kunden, die dieses Video jetzt hier als Werbeblock sehen, bei Facebook, bei YouTube, alles wird, kann und analog und digital gewandelt werden. Das geht, ist überhaupt kein Thema. Für alle, die Fans sind oder sagen wir so, eine Sammelleidenschaft haben, diese Sammler, können dann natürlich bei uns die Figuren bekommen oder das, was sie sammeln, können sie dann bei uns bekommen. In der heutigen Zeit lohnt es sich ja auf eine Art ja nicht. Dann geht man halt ins Online-Kaufhaus und kauft dann halt im Online-Kaufhaus. So, viele spekulieren, also die Macht ist ja mit uns und wir sind mit der Macht, weil wir mögen halt Star Trek, Star Wars, wir mögen Sci-Fi. Wir mögen absolut Sci-Fi. Gestern noch bei Netflix Mars gesehen. Wer Netflix hat, weiß, kennt die Serie. Destiny, die Serie ist auch super gewesen. Und Dark war auch nicht schlecht. Also auf Netflix kann man ja dann alles gucken. Kann man bei uns also die Karten auch bekommen. Wer unbedingt Netflix braucht, kann hier auch eine Karte kaufen und so weiter. Auch Freenet, wie gesagt, scharf schalten hier vorne. Alitalk kann hier scharf geschaltet werden. Also wir helfen so gut wir können. Wir bieten also genügend an. Das ist unser Angebot. Das ist mein persönliches Angebot. Ich bin euer Ansprechpartner hier, der Medienkanzler. Man kann mich hier ganz normal ansprechen. Ich bin einfach da, ich habe gestern noch eine Dame das Handy erklärt, weil da plötzlich was weg ist. Es ist kein Thema, es wird hier geholfen. Wie gesagt, demnächst ist hier auch die Post. Also, wer sich bewerben muss hier im Umkreis oder gerade vorbeikommt, irgendwas streikt, der Drucker will nicht, das Handy will nicht, kommt hier hin. Könnt sofort loslegen, könnt sofort reinstecken, rausholen, wenn ihr das Printing braucht. Scannen, es wird gescannt in allen Normen, die man braucht, auch doppelseitig wird gescannt. Gefaxt, hier wird auch gefaxt, hier wird aufgezeichnet, weitergeleitet, hier werden Bilder gemacht für Passfoto, normale Babys etc. pp. Auch weihnachtlich. Wir hatten jedes Jahr, also 6 Jahre lang, das war wunderschön, 6 Jahre lang kam immer ein Pärchen rein. Erst sich selber, weil sie gerade geheiratet haben, mit so einem, ne, immer so eine weihnachtliche Karte gemacht. Dann das erste Kind, das zweite und das dritte Kind. Ob sie jetzt dieses Jahr nochmal erscheinen werden, weiß ich nicht, weil die Kinder sind jetzt ziemlich groß. Ich glaube, jetzt können die das irgendwie selber machen. Aber es war eine schöne Zeit. Es war eine sehr, sehr schöne Zeit, weil auch sehr viele sehr, sehr alte Menschen hier waren. Sehr, sehr alte Menschen waren hier Kunde, sind leider alle verstorben. Und weil die alle verstorben sind, kann man natürlich, ist klar. Wie gesagt, heute ist Totensonntag. Dieses Video wurde jetzt halt von mir heute mal ganz alleine, ohne dass ich irgendwelche Leute um mich herum hatte, gedreht. Ist klar, gefunkt wird immer. Ich muss mich dann auch immer dahin begeben. Ich habe auch allen schon die Deko gezeigt. Wie gesagt, im Schaufenster ein riesengroßes Feuerwerk eingearbeitet, elektronisch natürlich, ein elektronisches Feuerwerk eingearbeitet, als weihnachtliche, auf der anderen Seite hier so eine kleine weihnachtliche Straße, so weihnachtlich. Diesmal sind die Schaufenster halt nur mit Werbung voll, ist klar, Digitaldruck und so weiter. Ich hoffe, dass die Kunden das ansprechend finden, dass sie dort, wie gesagt, wie in einem Wohnzimmer hier arbeiten können. Sie können hier wie in einem Wohnzimmer arbeiten und das ist die sogenannte digitale Straße. Ja. Wie gesagt, ihr merkt schon, ich gehe ein bisschen ruppiger heute hier um. Ihr seht auch die fortgeschrittene Uhrzeit.
Und wie gesagt, hier ist der Datenhighway. In diesem Datenhighway kann man wunderbar arbeiten. Wird sicherlich auch irgendwann mal vorgestellt. Ihr könnt euch beim Sondersender NRW TV nochmal einklinken. Dort seht ihr dann auch Frank Montenbruck, wie er hier war. Und die anderen Namen habe ich leider alle schon vergessen. Hier waren schon so viele, die hier gedreht haben, auch hinten im anderen Bereich, im Filmbereich. Aber wie gesagt, das war Stromberg, das war Cobra 11, das war der letzte Bulle, der Kommissar und Tatort. Also in der Reihenfolge nach hinten. Ja, also Tatort in den 70ern mit Hans-Joachim Felmy, Jörg, Felmy und so weiter. So, das war's. Werbung. Ah, Werbung. Sorry, seid mir nicht böse, aber ich musste ja wenigstens auch mal Werbung machen, weil man mich gefragt hat, du, wo bist denn du? Wo ist der Shop? Was hast denn alles? Also wir haben hier so viel. Wir haben sogar lustige Karten da, die es so gut wie gar nicht mehr gibt. Ich glaube, die gibt es ja dann gar nicht mehr oder was. Die haben schon ihr Alter oder so. Ne? Ja, ja. Ich glaube, da hat einer sich vertan. Da hat einer sich vertan, da wollte einer 32 Dollar. Oder so. Ja, das war mal. Ich meine, das sind Unikate, das ist richtig. Ich glaube 32, da kommen 32 Euro rein oder irgendwas weiter. Also Weihnachtskarten haben wir da. Wir haben also alles ist irgendwie hier zu haben. Im Fronhauser Kopierstudio. Diesen Namen möchte ich auch irgendwann ändern. Mediencenter Essen, hört sich schöner an. Mediencenter Essen. Star Wars Lounge, ach, das war alles so wunderschön. Film, Kunst, hier ist einfach alles. Ich hoffe, dass die Kunden es mögen. Ich hoffe, dass sie, wie gesagt, 20 Cent, 15 Cent, 10 Cent, 5 Cent. Das sind die Kopierpreise. Wir können auch miteinander reden, ist überhaupt kein Thema. Wer viel braucht, kann auch wenig bezahlen. Das kriegen wir auch schon hin. Kein Thema, kriegen wir sicherlich irgendwie, irgendwo. Kriegen wir alles hin. Wer höflich ankommt, wird auch höflich bedient. Wie gesagt, noch einmal. Das hier ist und bleibt wie in einem Asterix-Comics, ja, total umzingelt von allen, denkt nichts, macht nichts, weiß nichts und kann nichts. Ist halt so, aber ich erkläre auch nichts, weil das bringt einfach nichts. Ja, ist halt so, nein, eben nicht. Ich erkläre schon, wie ich auch jetzt hier erkläre, vor laufender Kamera und hoffe, ihr erscheint, ihr habt Interesse. Gewisse andere, ihr wisst ja, ne? Es wird ein Kaffee und ein Kuchen gereicht, aber das ist ein Insider. Das hat was da mit diesen Herrschaften dahin zu tun. Aus Funk und Fernsehen. So, ich freue mich schon drauf. Jemand hat nämlich am 4.12. Urlaub und kommt sicherlich wieder. Also hier waren schon so Geschichten wie Wendler gegen Wendler. Haben wir ja auch gedreht. Dann haben wir in den Niederlanden, wie gesagt, gedreht. Und dann sage ich einfach noch einmal als Filmemacher. Ja? Als Filmemacher ist jemand, der mit so einem Equipment fast 15.000 Euro wert, fast ein uraltes Auto höchstens wert 3.000 belädt, ja, belädt, und dann losfährt an einen Drehort so bis zu 400, bis zu 800 Kilometer. Also 400 war hier Schmerzgrenze, aber egal, auch schon mal 800 Kilometer. So, dann kommt man am Drehort an, macht da alles mit so einem Equipment, baut auch alles auf. Wir kommen natürlich auch noch andere Sachen dazu. Und dann kriegt man, wenn man Glück hat, 300 Euro. Wenn man Glück hat. Und das geht wohl nicht mehr. Nee, das geht wirklich nicht mehr, weil durch CDU, CSU und GroKo. Ne? Die GroKo macht ja eh alles kaputt. Und wenn die jetzt schon wieder kommt, lohnt sich das nicht. Also es muss schon fair sein. Deswegen sage ich es zum letzten Mal. 20 Cent, 15 Cent, 10 Cent und 5 Cent. Wenn das zu teuer ist, dann ist irgendwann nicht mehr in Ordnung. Aber egal. Denkt nichts, macht nichts, ich erkläre nichts. Das war's und ich freue mich, wenn Sie dieses Video in diesen Rubriken YouTube-Kanäle oder Facebook-Kanäle und wenn man meiner einer hier irgendwo trifft, bin gerne bereit zu helfen. Also wenn das Smartphone nicht mehr will, hier kann das Smartphone einfach, ihr könnt WhatsAppen, Facebooken, YouTuben, ihr kriegt alles zur Verfügung gestellt, auch Mikrofon, Ohrhörer, Kameras, alles, überhaupt kein Thema. Überhaupt kein Thema. So, das war's dann halt. Und noch einmal, wir sind Profis.
Wir arbeiten also nicht gratis, das klappt einfach nicht. Wir müssen genauso Rechnungen bezahlen wie alle anderen auch. Und dafür bedanke ich mich fürs totale Verständnis. Und gehe mal eben kurz aus diesem Range raus und lasst euch nochmal eben kurz gucken. Hier könnt ihr, wie gesagt, arbeiten. Und ich fahre die Kamera mal gerade, damit man so sieht. Copystraße, digitale Straße, alles machbar in einem sogenannten Büro-Look ist das hier aufgebaut. Und ich freue mich wirklich und ich sage wirklich danke, dass so viele hier schon waren und ja, viele leider nicht mehr unter uns sind. Und heute gedenken wir dann, wie gesagt, allen, die nicht mehr da sind. Ich gedenke auch meinen Familienmitgliedern, die heute also auch nicht mehr anwesend sind. Ja, macht's gut. Wie gesagt, wir sind wieder mal in einer weihnachtlichen Ambiente hier. Ich kann, also wie gesagt, das ist das zweite Video, was exklusiv für dieses Frohnauser Kopierstudio haftungsbeschränkt Sondersender NRW TV, Ultra DWeb TV gedreht worden ist. Und mal schauen, was dabei rausgekommen und ob es interessant genug war, bis zum Schluss dabei gewesen zu sein.